Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute dreht sich alles ums Thema Wasser, und zwar um die hexagonale Struktur eines Wassers. Steckt hinter dieser hexagonalen Struktur ein Riesenhype, eine Wissenschaft? Ist es gesundheitsförderlich oder ist alles eigentlich nur heiße Luft? Dieses Thema möchte ich mit dem, sagen wir mal so, für mich den Wasserpapst, meinem Mentor im Bereich des Wassers, diskutieren. Und er ist auch heute da, der Experte Erich Meiders. Mr. Water, herzlich willkommen. Ich habe die Ehre. Habe die Ehre. Ich habe die Ehre. Freut mich sehr. Ich habe sie. Sehr schön, sehr schön. Letztes Mal hast du gesagt, jetzt kann ich es nur noch versauen, nach dieser Anmoderation, weißt ja. du noch? Ja, stimmt, vom Wasserpapst. Ja, ja, genau. Nein, nein, Ehre, wenn Ehre gebührt. Und ich möchte gerne mit dir als Experte darüber reden, was ist eine hexagonale Struktur und wieso wird das heute überall diskutiert? Also bekannt geworden ist durch zwei Leute. Einmal durch den Masaru Emoto mit diesen wunderbaren Bildern, mit dem Buch. Das ist ja spektakulär um die ganze Welt gegangen. Es hat ihn auch sehr berühmt gemacht, natürlich auch umstritten, aber sehr berühmt. Das zweite ist ein Buch aus dem Japanischen und das heißt Hexagonales Wasser, der Schlüssel zur Gesundheit. Ein blaues Büchlein, das können wir vielleicht mal einblenden noch, aber ein blaues Büchlein, auch hochwissenschaftlich und mit einem also enormen Detailwissen. Da geht es um XYZ-Zonen, aber fangen wir lieber leicht an bei der Schneeflocke oder bei der Bienenwabe. Das versteht man unter hexagonalem Wasser. Und das hat der Professor Pollack jetzt noch wissenschaftlich perfektioniert. Er sagt halt, oder jeder sagt, hexagonales Wasser ist der Schlüssel für Energiewasser. Wasser ist H2O, aber Wasser im Körper ist kein H2O. Wasser im Körper ist immer H3O2. Und da hast du eine Folie. Aber das war jetzt gerade spannend, weißt du? Ich weiß ja das, was du jetzt gerade gesagt hast, aber ich höre es gerne noch aus deinem Munde. Das Körperwasser ist H3O2. Ja, das hat mit Wasser nichts zu tun. Es ist kein H2O. Wir trinken aber H2O normalerweise. Ja. Ja. Aber wenn wir H3O2 trinken würden, würden wir eigentlich Energie in unseren Körper eintrinken. Ja, klar, Wasser ist ja Leben. Ohne Wasser geht gar nichts. 99% aller Moleküle sind Wassermoleküle und Wasser ist das zentrale Organ. Du kannst dich ernähren, wie du willst, ohne Wasser geht nichts. Die größten Nährstoffe, Heilstoffe sind ja alle aus Wasser. Mhm. Also Pflanze besteht zu 98% aus Wasser, eine Wassermelone noch aus Meer. Mhm. Also das ist das zentrale unteres Lebens. Mhm. Jeder sagt doch immer, Wasser ist Leben. Jeder sagt, ja, Wasser ist Leben. Aber was es bedeutet, das kann man nur verstehen, wenn man das hexagonale Wasser versteht. Okay, und jetzt kommen wir eigentlich zur Wissenschaft. Warum wir eigentlich H3O2 trinken sollten, zeigt uns diese Folie, die ich jetzt gerne Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zeigen möchte. Wir sehen hier oben ein hexagonales hexagonale Struktur. Genau, das ist diese tollen Bilder, wo man immer sagt, ui, schön ist es, diese Schneekristalle oder die Bienenwaben. Mhm. Die Bienenwaben haben ja auch eine eigene. Wir sehen hier sechs Sauerstoffanteile. Genau, sind die roten. Die roten sind die Sauerstoff und die blauen sind die Wasserstoff. Und wenn ich jetzt aber mal, warum ist es H3O2? Weil ich in dieser Form natürlich sehen muss, dieses Rote, wenn man sich das mal eines im Detail anschaut, dann muss ich es durch drei teilen, weil es zum Nachbarmolekül, zu dem drüberen und zum unteren auch jeweils ein Drittel abgibt. Also ich habe sechs Drittel. Sechs Drittel heißt zwei vollständige Atome. Zwei vollständige Wasserstoff, Sauerstoff. Genau. Professor Pollack, Seite 79, Wasser mehr als H2O. Ja. Da erklärt er das in seinem Buch. Also ich habe jetzt komplett zwei volle Sauerstoffatome. Mhm. Und diese Sechser Mischung habe ich natürlich auch sechs Wasserstoffatome. Und diesen Wasserstoff kann ich aber durch zwei teilen, weil er in der Mitte drin ist. Also habe ich 6 durch 2 ist 3 vollständige Wasserstoffatome. Mhm. Also habe ich H3, Wasserstoff 3, O2. Genau. Ist ja eigentlich ein Rechenbeispiel, wo man sagt, na, interessiert ja kein Mensch. Doch. Aber interessant ist es jetzt bei der Ladung. Mhm. Sauerstoff ist doppelt negativ geladen. Wir haben gesagt, wir haben 2 Sauerstoffatome. Doppelt negativ geladen macht 4 minus 4. Mhm. Dann habe ich den Wasserstoff einfach positiv geladen. 3 Wasserstoffatome mal plus 3 gibt minus 4. Plus 3 gibt minus 1. Und dieses minus 1, das ist ein freies Elektron.
Elektron ist Strom. Mhm. Elektron ist der Strom, das treibt uns an. Man kann die Elektronen auch überall messen. Wie gesagt, Strom hat auch noch keiner gesehen. Es gibt ihn aber anscheinend, sprach der Weidezahn. Genau. Also wir trinken eigentlich hier ein Elektron mehr. Was das Wasser eigentlich abgibt, das H3O2, gibt dieses Elektron ab, was dazu da ist, um Säuerung abzubauen. Freie Radikale zu neutralisieren? Nee, um Leben. Wie jeder sagt, Wasser ist Leben. Es geht ohne Wasser im Körper nichts. Wir sind zu 70% aus Wasser. Machen wir 90, 70 und wenn wir aus der Erde gehen, viele nur 50. Aber ohne Wasser geht nichts. 99% aller Moleküle sind Wassermoleküle. Mhm. Und jeder sagt, ja, Wasser ist wichtig. Warum es so wichtig ist, das weiß eigentlich kein Mensch. Professor Pollack ist derjenige, der es wirklich jetzt erstmals populär so darstellt, dass der Laie die Chance hat, es zu verstehen, warum Wasser das alles entscheidende Lebensmittel ist. Wir reden nicht von Füllstoffen, sondern von dem Mittel, das erst das Leben ermöglicht. Und immer wenn Wasser mit der Oberfläche in Berührung kommt, außer bei einer Bratpfanne, bei Teflon, aber ansonsten bildet es ist immer eine kleine Schicht, die ist negativ geladen. Das ist die Oberflächenspannung, wo ja auch Insekten übers Wasser laufen können, oder? Das ist die EZ-Zone, nennt man das, ja, die Oberflächenspannung. Das heißt, ja genau, wenn der Insekt rüberläuft, dann hat es ist diese Grenze, da ist die Luft, dann ist das Wasser und das ist diese kleine Zone, die alles ausschließt und die ist wie ein Gel. Das ist kein H2O, da wird sie ja, die Insekte wird durchflutschen. Und wenn ich jetzt ein Wasser habe, zum Beispiel mit viel Mineralien, habe ich eine hohe Oberflächenspannung, also habe ich eine sehr feste Schicht. Und diese kleine Schicht, die ist frei von Fremdstoffen, die schließt alles aus und die ist negativ geladen. Und jetzt kommt halt darauf an, diese Schicht, wo man sich denkt, ja, wie groß ist denn die? Diese Schicht, ein Wassermolekül hat 2 bis 3 Angströme, also 10 Millionstel Millimeter. Also ein Millimeter ist schon klein. Aber 10 Millionstel ist unvorstellbar klein. Und jetzt hat eben Professor Pollack oder Richard Feynman vor 100 Jahren haben die schon festgestellt, dass wir nicht eine Schicht haben, sondern millionenfache Schichten. Und das kann man auch wirklich sehr gut messen. Übrigens, das Geheimnis vom Licht, es ist ja so, Pollack weist es nach, dass Wasser Leben ist. Du hast jetzt einen Versuch. Du nimmst ein Anästhetikum, und dann kannst du messen, dass diese EZ-Schicht, diese Schicht, die negativ geladen ist, geht auf Null. Und was ist? Du bist bewusstlos. Du verlierst dein, nicht den Verstand, den haben viele verloren, aber bewusstlos bist. Dein Bewusstsein, du bist. Und dann nimmst du aber Infrarot, dann verfünffacht sich das Ganze. Also angetrieben wird man durchs Licht und Wasser. Und Licht und Wasser gibt zum Beispiel Pflanzen. Nur so können sie wachsen, aus Licht und aus Pflanzen. Und das andere Beispiel, wie man es messen kann, ist eine Thermoskanne. Das Wasser bleibt deshalb immer so lang heiß in der Thermoskanne, weil es hat rechts und links eine Isolierschicht und dadurch kann kein Licht durch. Sonst wird es sich erwärmen oder es wird abkühlen. Also drum, wenn ich ja Wasser trinke, dann macht es immer diese Schicht, diese EZ-Schicht und die ist millionenfach. Und jetzt, wenn man zum Beispiel die übereinander tut, dann müsste man ja sagen, wenn die übereinander sind, diese Sauerstoffatome, dann müssen sich die ja abstoßen. Aber das Verrückte ist, wo sich's wieder mit der Natur in Einklang bringt, die verschieben sich um 90 Grad, sodass das Sauerstoffatom sich verschiebt zum Wasserstoffatom und so bildet sich die Spirale wie die Helix. Mhm. Und so sind die Proteine aufgebaut. Mhm. Und das andere Buch bei Wasser, hexagonales Wasser, der Schlüssel zur Gesundheit, der unterteilt noch in eine X-, Y- und Z-Schicht. Und diese Z-Schicht, die ist die mit Abstand am dichtesten. Also dem ist es gelungen, noch mehr praktisch genauer zu messen, wie Richard Feynman. Und er hat halt in diesem Buch beschreibt er halt Wunderwirkungen auf die Gesundheit. Ich darf es ja nicht sagen, aber in dem Buch steht halt drinnen alles, was ich auch als Feedback bekomme, wozu einfach viel Wasser, hexagonales Wasser, gut ist für den Organismus. Weil das ist einfach der Schlüssel, weil es geht um die Elektronen, um den Strom und dass dieses Wasser, wenn es einfach so geladen ist, dass es sehr viel ausschließt. Das heißt, es haut aus der Zelle, wenn ich das Wasser zum Beispiel verwirble, dann ist ja das wie eine Häckselmaschine, der Wirbel. Weißt du, so macht es da. Und dann geht das Wasser leichter in die Zelle rein. Und wenn es mal in der Zelle ist, je besser hydriert die Zelle,
umso mehr schließt es aus der Zelle den Müll raus, diese ganzen Stoffwechselendprodukte, weil du hast ja in der Zelle Golgi-Apparat, endoplasmatisches Retikulum, du hast ja alles drinnen, die Mitochondrien, in einer Zelle zwischen 2 und 5.000 Mitochondrien, also Kraftwerke in einer Zelle mal 70 Billionen, unvorstellbar, aber diese Stoffwechselendprodukte werden dadurch, dass ich die Zelle gut hydriere, auf Bayerisch haut es raus, also die werden ausgeworfen, die werden richtig aus der Zelle raustransportiert ins Bindegewebe und dann sind wir wieder beim sauberen Wasser. Wenn ich auf sauberes Wasser habe, zieht man es aus dem Bindegewebe leichter raus. Nicht die Mineralien, das ist Märchenstunde. Also eine wunderbare Entgiftung. Ja? Absolut, absolut. Und darum ist hexagonales Wasser oder verwirbeltes Wasser oder was ganz kleine Cluster hat, natürlich besser. Also wenn ich jetzt ein Wasser habe mit vielen Fremdstoffen, dann hat es natürlich mehr Anhängsel als wie reines Wasser, das mir in die Zelle geht. Es geht nur darum, dass mir das in die Zelle geht. Darum ist der Wirbel oder Wasserverwirbelung oft ein Segen. Und wenn du dann natürlich nur sauberes Wasser hast, dann ist natürlich das Glück perfekt. Also so. Also da habe ich noch zwei Fragen dazu, aber zuerst eine andere. Ich habe mal in der Geschichte gelesen, dass die hexagonale Struktur im Hunza-Wasser so bekannt geworden ist, weil dort anscheinend die Menschen 120 Jahre alt geworden sind. Ja, ist ein Gletscherwasser. Ja, und der Dr. Flanagan war das. Flanagan, ja, Patrick Flanagan. Ja, der hat mal eine Studie darüber gemacht und festgestellt, das müsse an diesem H3O2-Wasser liegen. Ja, und die haben auch Kolloide gehabt, das war sogar ein bisschen mulchig, weil die haben natürlich so kleinste. Also es war reines Gletscherwasser und dann hatten die so eine Art zermahlene Steine, so Kolloidale hatten die auch. Mhm. Also Kolloid heißt, du hast zum Beispiel hier im Raum, hast du ja auch, wenn man ein anderes Licht nimmt, sieht man plötzlich, Mensch, da sind Haufen Staubpartikel. Das heißt, ist kleiner als die Schwerkraft. Und dieses Hunza-Wasser ist also Gletscherwasser gewesen, ganz sauber, aber es hatte auch gewisse kolloidale Mineralien, die waren aber so fein und so klein, dass sie praktisch die Gesetze der Schwerkraft gar nicht mehr gehabt haben. Die sind noch zusätzlich reingegangen und dann hat es natürlich, es war wie kolloidales Silizium, das hat diese unheimlichen Effekte gemacht. Also ich glaube, wir haben verstanden, H3O2 extrem gesund, weil es besser entgiften kann und weil es ein Elektron mehr hat und Strom und gibt, unsere Batterie am Laufen hält. Aber es ist im Körper immer H3O2 drin. Ja, immer. Das ist ja das Wunder, aber das Wasser, das wir trinken, hat aber noch niemand gesagt. Aber das Wasser, das wir trinken, ist halt mit so viel Mineralien oder so viel Fremdstoffen angereichert, angefüllt, dass es diese reinste Form nicht mehr vollbringen kann. Je sauberer Wasser, und wenn ich das richtig gut durchwirble und hexagonal mache, das geht am besten mit einem Wirbel, dann geht es mir in die Zelle rein. Unser Drama ist jetzt zum Beispiel darum, kann ich nicht... Aber der ganze Dreck ist ja noch drin. Also wenn ich jetzt das ganze Leitungswasser anschaue und jetzt das nur verwirble, um eine andere Struktur reinzubringen, ist der ganze Dreck noch drin. Absolut, das ist ja das Drama. Und darum bin ich ja bei vielen Leuten in Ungnade gefallen, weil ich sage, liebe Leute, es hilft doch nichts, wenn du das nur verwirbelst. Du musst es einfach sauber machen. Der Königsweg ist sauberstes Wasser verwirbeln. Mir hat mal ein Homöopath gesagt, wenn ich ein dreckiges Wasser verwirble, mache ich eine Hochpotenz. Ja. Ja, auch aus den Schadstoffen, die drin sind, oder? Ja, ja, da liest im Internet, da gibt es ein paar Leute, die mögen mich überhaupt nicht. Aber es ist halt auch oft, der Königsweg ist nicht so leicht. Du musst einmal sauberes Wasser herstellen, da brauchst du eine scheidende Filteranlage. Mhm. Und das allein erfordert kaufmännisch viel Management. Du musst die Filter wechseln, du musst es einbauen, das ist viel. Und viele Wassergenies, sag mal, das ist halt der Spagat zwischen Wissenschaft und zwischen Kaufmann. Mhm. Du musst halt der Kaufmann sein, dass du sagst, okay, ich kaufe dir die Filter, ich muss es physisch einbauen, ich muss mit Leuten, muss mit Personalmanagement mich auskennen, aber ich muss auch in dem Bereich Firm sein. Und viele sind halt leider nur in dem Bereich oder wissen, was du sagst. Und das ist dann das Glückseligmache. Und ich sage genauso, dann tust du den ganzen Müll in die Zelle wirbeln. Ja, super, viel Spaß dabei. Also, das funktioniert vielleicht einmal am Anfang, aber auf Dauer ist es einfach nicht gut. Und ganz ehrlich, ich schaue mir immer die Leute an, die es predigen. Ich schaue mir einfach die Leute an, da läuft auch einer so rum, ein selbsternannter Wassermensch, und dann schaue ich mir den an und sage, der kann sich ja kaum bücken vor lauter, ja, wie er beieinander ist und so. Und das kann nicht gut sein. Also du musst ja immer anschauen, ist er glaubhaft oder nicht, aber... Nochmal, die Natur, sauberes Wasser. Und wie kommt, das beste Beispiel ist Krimmel in Österreich. Europas höchster Wasserfall, der haut aus 380 Metern das Wasser runter. Und jetzt wird es interessant, die Zeichen von C19.
Die ganzen Lungenkranken, die sitzen vor diesen Wasserfällen. Warum? Das Wasser haut aus 380 Meter donnert runter. Und inhalieren die Aerosole. Die Aerosole praktisch atmen sie ein und sie werden gesund. Dann habe ich mal angerufen und gesagt, warum seid ihr eigentlich kein Kurort? Dann sagt sie, weil wir zu wenig Ärzte am Platz haben oder hinkriegen. Und ich kann nur zu eben sagen, falls nach Krümmel, probiert es. Wie geht's euch? Und du wirst voller Energie heimkommen oder hock dich mal eine halbe Stunde vor dem Wasserfall hin. Einfach eine Wohltat. Aber das Gleiche haben wir auch einen großen Gewitter. Also wenn der Regen runterfällt auf den Boden, ja, und klar. Zack, gibt es einen Knall und werden ja auch Elektronen freigesetzt und wir haben das Gefühl, ist die Luft ja in der Waldluft frisch. Ist es ja genau dasselbe. Genau. Richtig, okay. In der Waldluft. Nochmals zurück zur hexagonalen Struktur. Also man könnte zwar ein Leitungswasser hexagonal machen, was einen positiven Effekt hätte, aber der ganze Dreck geht in die Zelle rein. Also eigentlich sollte man dieses Thema gar nicht groß fördern, oder? Suboptimal. Okay. Die Wiener dann sagen, Herz, das ist ein Schaß. Nee, also. Okay, hab's verstanden. Nee, H3O2 haben wir dieses Wasser eigentlich auch überall in der Natur drin, sprich im Brokkoli drin, im Salat drin. Ist dort auch immer dieselbe Struktur? Ja, das ist ja das Schöne. Also der Kollege von Professor Pollack misst ja die Pflanzen. Und in der Mitte von den Pflanzen, du hast immer eine Ladung drin, immer Positiv-Negativ-Ladung. Und wer es nicht glaubt, der nehme so ein Messgerät, so ein ORP-Messgerät, kostet ein vernünftiges 150 bis 200 Euro von Hanna. Und dann mache ich einfach einen Karottensaft, den tue ich mir praktisch pressen als Saft und dann sehe ich, dass das eine Spannung hat von minus 150 Millivolt. Leitungswasser hat eine Spannung von plus 250 Millivolt. Das heißt, es ist ein Oxidans, es ist sogar ein Elektronenräuber. Und das kann man aber dann mit Ionisation kann man das dann wandeln in minus 400. Also es geht. Aber von der Natur aus, und da hast du völlig recht, warum haben wir so viel positive Energie über grüne Nahrung? Weil es einfach Elektronenüberschuss ist. Und das kann man alles mit so einem einfachen Messgerät messen. Und auch diese Pflanzen haben immer, es gibt immer eine Ladungstrennung. Das finde ich so spannend. Und jetzt trinken wir jeden Tag 2 oder 3 oder 4 Liter. Und wenn wir das richtige Wasser trinken, würden wir eigentlich unsere Batterie unglaublich auffüllen, Oxidationsprozesse reduzieren, Entzündungsherde reduzieren, freie Radikale neutralisieren. Also es ist eigentlich ein vom lieben Gott geschenktes Geschenk, um den Körper in Balance zu halten. Reduzieren würden wir aber auch viele, darf ich nicht sagen, Besuche bei vielen Ärzten. Das weiß ich. Also das ist halt da so, gibt es so viel Literatur drüber, darum wage ich es auszusprechen, ohne dass ich gleich wieder verurteilt werde. Mhm. Du reduzierst natürlich viele andere Themen auch. Das ist logisch, weil Wasser ist der Schlüssel schlechthin. Ohne das, du kannst dich ernähren, wie du willst, aber wenn du das nicht richtig hast, ich habe es vorhin in der Sendung schon mal empfohlen, man probiert es halt einfach aus. Eine Wasserkur mit ganz normalem Wasser, 2 Tage jetzt viel trinken, also 3 bis 4 bis 5 Liter, da stirbt jetzt keiner, aber einfach mal ausprobieren. Das ist der Schlüssel. Ohne das geht nichts. Das ist der Motor. Alles andere sind Reifen und Gehäuse, aber der Motor ist praktisch das Wasser. Und dann muss ich schauen, dass er viel PS hat. Und viel PS heißt, Fremdstoffe ausschließen und eben so diese Cluster machen, dass sie gut in die Zelle geht. Und je weniger Fremdstoffe er Wasser hat, umso leichter geht es in die Zelle. Weil das beste Wasser, das wir haben können, ist Obst und Gemüse. Ist jetzt momentan Erdbeerzeit. Erdbeeren, da siehst du, die halten 2, 3 Tage. Im Dezember halten sie, kommen aus Peru, halten 6 Wochen. Ja, das ist reines Gift. Aber alles, was uns der liebe Gott hier wachsen lässt oder was jetzt da ist oder die Heilkräuter, das ist ja alles die pures Wasser und Licht. Klar. Und dann habe ich diesen Elektronenüberschuss drin, aber wenn es lange steht und nicht nutze, geht das Elektron natürlich verloren. Ja. Durch den Sauerstoff, der zieht mir die Elektronen eigentlich dann raus. Ja. Und dann fängt die Oxidation an und die Erdbeere zerfällt. Ja, nach 1, 2 Tagen. Wasserstoff ist das kleinste Element im Universum, das heißt, es ist flüchtig. Darum sind diese frisch gepressten Säfte mit Abstand das Beste. Und das kann man auch. Also wir haben zum Beispiel einen Versuch gemacht, wo man die Wirkung vom Wasserstoff sieht. Wir haben immer Umkehrosmosewasser als Grundlage. Dann habe ich eine normale Tomate in das Osmosewasser rein, ich nehme einen Tomatenstrauch, das vom selben Stängel ist, den schneide ich auseinander, dann habe ich gemessen eine Spannung von plus 50 Millivolt, das war aus konventionellem Anbau. Also es war halt ein bisschen leer, war aus einem Land,
Das ist ein bisschen oberhalb von... Ja, mach noch weiter. Ich bin jetzt gespannt, was die andere hatte. Wie viel Energie? Also das haben wir gemessen. Das hatte plus 30, plus 50 Millivolt. Dann haben wir die 4 Stunden in ein Wasserstoffwasser. Also das war Osmosewasser mit einem Ionisator. Der Lurt-Generator in dem Fall. Und dann haben wir das da reingetan. Und sieh an, und das kann jeder nachmachen, du hast jetzt eine Spannung von minus 50 Millivolt. Das heißt, die Elektronen gehen da direkt rein. Und die Elektronen sind aber auch flüchtig. Aber in dem Fall, wenn ich es gebadet habe, dann gehen die Elektronen in die Frucht. Klar. Und dann hast du ein Lebensmittel, keinen Füllstoff. Das machen wir auch mit dem Zelltuner, der vom Arthur. Genau. Genau, da kann man wirklich schön befelden, dann gehen die Elektronen rein. Richtig, Oder auch direkt in den Körper befelden. Und super, wir haben das Gerät auch. Das ist überragend. Großartig. Und du siehst, es wirkt umso besser beim Arthur, je besser du bewässert bist. Mhm. Natürlich. Je mehr Wasser du trinkst, umso besser finden die Reaktionen statt. Mhm. Weil das Wasser ist ja auch gebunden. Also das ist ja jetzt nicht frei verfügbar, sondern das ist ja im Körper drin und hat immer eine Wechselwirkung, eine Funktion. Es ist nie H2O im Körper. Aber je besser hydriert, umso besser funktioniert es. Es ist eine umso bessere Stromleitung. Also es ist alles so klar und trotzdem stelle ich fest, wer weiß ja schon, dass wir H3O2 im Körper haben und nicht nur reines H2O. Das ist ja schon etwas, was revolutionär ist, aber eine Tatsache. Aber es ist schon 100 Jahre alt. Wer weiß es? Pollack oder wenn du alle, ich meine Albert St. Görgi, der Nobelpreisträger 1912, der hat gesagt, die Zelle per se ist unsterblich, es kommt nur auf die Nährlösung drauf an. Die hat die Zelle eines Hühnerherzens, hat er 23 Jahre lang am Leben gehalten. Und gestorben ist sie dann, als er im Urlaub ist und seine Praktikantin hat die falsche Nährlösung gegeben. Also darum ist alles, was wir aufnehmen, ist Nahrung, Nährlösung. Und wenn wir halt das Richtige nehmen, schaust du an, der Dings, der Norman Walker ist über 100 worden oder 116 oder der Professor Hecht, der jetzt in Berlin turnt, mit 96 turnt er um die Kurve, das ist eine oder die Hunzervölker, oder wenn es einfach, ich frage oft den Schliersee, die alten Bauern mit 85, 87, sage ich, sag mal, was hast denn du gemacht dein ganzes Leben? Die waren immer in Bewegung, weil Bewegung, das Erdmagnetfeld ist negativ geladen und damit hast du Elektronen. Du fährst jetzt vom Auto von Zürich nach Berlin, fährst du durch, du bist Mausblatt, gell? Klar. Ohne aussteigen. Oder einmal tanken, dann bist du platt. Und dann zieh deine Schuhe aus, geh barfuß 100 Meter über eine Wiese. Und was ist? Du bist aufgeladen, weil da sind Elektronen. Das ist das Erdmagnetfeld, es ist eine negative Ladung. In Russland ist ein alter Hurt, also da weiß es jeder, bei uns nicht. Und darum ist Bewegung so wichtig. Also darum sage ich immer, turne bis zur Urne. Du musst, turne bis zur Urne, das heißt, wenn du dich bewegst, du musst... Und der Kalk sagt, die Liste vor der Kiste. Ja, genau. Und da ist Bewegung das A und O, aber immer, und jetzt kommen wir auch zu dem Thema Krebs oder sowas, immer im aeroben Bereich, nie anaerob, immer joggeln, immer so, dass für Frauen ideal, die können sich miteinander unterhalten. Wenn ich immer beim Waldlauf bin, um die Ecke und her, das sage ich, es sind zwei Frauen unterwegs. Ich bin selber mit mir beim Laufen und ich höre mir halt Dings an, aber ich bin immer mit mir im aeroben Bereich, das heißt im Sauerstoffbereich. Und dann habe ich doch Sauerstoff, Wasserbereich, dann habe ich die ideale Form, darum sind ja diese Leute so unheimlich gesund. Und die Leute, die einen Hund haben, die wissen gar nicht, dass der Hund ihnen oft das 10 Jahre ihres Lebens rettet und schenkt. Weil sie müssen dreimal am Tag raus. Würden sie es nicht machen, dann würden die einfach in ihrer Wohnung, einfach, das sind Elektronen, die hätten zu wenig Strom und das ist dann die Negativkaskade. Weniger Bewegung, mehr Trägheit und wir sind halt einfach mein Organismus, der lebt und wenn ich da nichts mache, mit rein, raus, dann vergammelt es halt einfach. Natürlich. Ja, also das Spazierengehen auch barfuß sehr wichtig, aber leider barfuß mit Schuhen, mit Gummisohlen habe ich eine dicke Isolation, da kommt das Elektron nicht so gut. Aber wenn du dich dann bewegst beim Laufen, beim Joggen und sowas, wäre es natürlich schon besser. Nur die Sendezeit ist schon wieder vorbei. Bitte sag mir noch eins, wo finde ich über die hexagonale Strukturen und über die ganze Wissenschaft dazu weitere Informationen? Hast du da eine Plattform? Die Literatur, der MrWater.eu, da steht ganz viel drin, Informationen zum Sauerstoff über Professor Pollack, also MrWater.eu, unter Infos, da steht also alles drin. Und wir haben, ich habe jetzt mal 55 Bücher vorgestellt, wo man einfach mal, wo ich sagen kann, das ist für Anfänger und das ist für Fortgeschrittene. Mhm. Also das ist natürlich,
was weiß ich, bis zu Wanke bionisches Wasser. Das ja, ist das schon, ist eine, boah, das ist eine harte Kost. Aber, ja, aber das vom Polak, Wasser ist viel mehr als H2O. Überragendes Werk. Überragend für jeden Anfänger, wirklich. Mit Spaß, mit Humor und du erfährst wenigstens. Und mit schönen Bildern und man staunt nur. Genau, warum steht die Wolke da und nicht da? Warum fällt die Sandburg nicht ein? Warum kann man mit Kufen Eiskunstlauf betreiben? Genau, richtig. Es gibt ja bis heute in schulwissenschaftlich keine Erklärung, warum man auf dem Eis rutschen kann. Und das ist aber so logisch und es ist wissenschaftlich nachgewiesen. Das ist einfach ganz überragend. Spannend. Mit sehr viel Humor und du hast die Chance, es zu verstehen. Mhm. Und das kann man nicht hoch genug. Mhm. Das ist ja die Kunst, es zu übersetzen. Mhm. Und das macht er wie kein anderer. Ja, danke super. Dir. Danke dir. Es gerne, war wieder einmal genau so, wie ich es haben hat wollte. Hat er erst angefangen? Ja, ich weiß es schon. Mit dir geht es schnell. Und Ihnen hoffentlich auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich denke, diese Sendezeit von jetzt 25 Minuten ging wieder durch wie im Flug. Aber ich hoffe, es geht Ihnen wie mir, dass man über dieses H3O2 wirklich tief sinnieren sollte, sich überlegen sollte, wie kriege ich mehr Energie, mehr Elektronen in meinen Körper rein? Wie kann ich unsere Batterie aufladen? Denn wir wissen, alle Krankheit, Entzündung und Schmerzen kommen allesamt aus der Säure, sprich aus der leeren Batterie. Und wenn Wasser ein Elektronenzulieferant ist, warum sollten wir das nicht nutzen? Und noch ein Schlusswort, die Schmerzen kommen nicht nur vom Herzen. Sehr gut, ja danke, ganz herzlich. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.